Hallöchen, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Walking Zombie Emergency. Das ist ein Krankenhaus gewesen, oder? So eine Notfallunterkunft. Mary hat eine neue Mission. Die Person, die begleitet hat, war mein Onkel. Rattle will ihn beim Atomkraftwerk opfern. Ich habe das Gefühl, dass Rattle verrückt geworden ist. Wahrscheinlich wegen der Strahlung. Hilfst du mir dabei, meinen Onkel zu retten? Selbstverständlich. Und Adam noch? Ich habe ein verängstigtes Mitglied der Gruppe gefunden, aber er redet nicht besonders viel mit mir. Ich kenne ihn. Er hat mir gesagt, dass sie von einem Rudel Wölfe und einem Bären angegriffen wurden. Einige von ihnen konnten durch die Kanalisation zum Atomkraftwerk fliehen. Geh dorthin und suche nach Spuren in der Nähe der Kanalisation. Hoffentlich findest du den Ort, den Rest der Gruppe. Ich werde mich in der Stadt umhören, ob sie jemand gesehen hat. Also, ich muss ja trotzdem zur Kanalisation. Gib mal her. 80 Liter, jetzt kann sich das erstmal wieder auffüllen. In einer Stunde halt, ich glaube, 5 Liter pro Stunde füllt sich das auf. Und auf Level 70 gibt es dann das nächste Boss, Revel. Lass uns schon wieder spoilern. Wollte ich gar nicht. Wollte ich gar nicht. Atomkraftwerk, Atomkraftwerk, Atomkraftwerk. Was ist globale Mission? Northtown, achso. Gut, wunderbar. Dann gehen wir erstmal treffen Smith. Nee. Doch hier. Das ist die erste Mission, die ich gerade noch machen wollte. Dann können wir die jetzt erstmal machen. 15.000 Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob das viel ist. Ist das viel? Ja, ist viel. Ja. Die Ratten sind so klein, so zerbrechlich. Komm ich hier rein? Nee. Töte die anstürmende Zombieherde. Horde. Nicht schon wieder Banditen, ihr kotzt mich an. Oh, das ist eine Waffe. Stopp, ich kenne dich, du bist der Neue, der von Northtown hierher kam. Meine Spion haben mir deine Geschichte erzählt. Und ich kannte deine Mutter und ich bin derjenige, der sie während der Tests infiziert hat. Aber das war zu ihrem eigenen Besten, sie hätte besser als jeder von uns sein können. Schließe dich mir an, du wirst besser sein als deine erbärmliche Mutter. Nein, das wirst du bereuen. Gut, wir haben so eine... Wie ich sehe, hast du kein Interesse, aber du wirst deine Meinung noch ändern, wenn du meine Pläne erstmal kennst. Na, so eine krasse Mucke hier gleich wieder. Ich muss tatsächlich ernsthaft mit dem... Und ich kann mich nicht heilen. Ich kann also immer noch durch die Wände durchballern, durch angreifen. War bescheuert, ey. Gut, dass ich genug Leben hatte. Weil du konntest dich in der Zeit nicht heilen. Aber ich bin noch nicht zufrieden. Bin immer noch nicht zufrieden, ich will den Tresor haben. Gibt's hier keinen? Verdammt, hier geht's nicht höher. Na, falls es irgendwie gemutet sein sollte, der Sound jetzt hier gerade, dann hat YouTube am Sound rumgemeckert. Verständlicherweise vielleicht. Bin aber so empfindlich, was fremde Musik angeht. Da hinten war der Tresor, ne? Nee. Doch, hier war er. Da ist er ja auch. Verbandszeug, wir haben schon wieder 50 Milliarden Verbandszeug. Ich hätte ganz gerne ein paar tausend Münzen. Habe ich den nicht gerade verkauft? Danke. Ganze wird da wieder voll mit Bohnen. Boba Bohnen. Den Onkel retten. Na, das machen wir doch auch mal. Kein Problem. Schon wieder Nacht. Wenn mich durchschleichen kann ich. Ah, ich war so zufrieden, dass ich diese Banditen nicht mehr... sehen mussten, jetzt sind die wieder da. Er ist ja zum Kotzen.
Da hat's Klick gemacht. Ich will ein paar Münzen erhalten. Kleine Banditenperson. Haben wir wieder einen Schlitzer gehabt. Witzig, dass nur die Leute mich angreifen. Ah ne, jetzt nicht. Jetzt ist es auch. Hat sie das auch gesehen? Die ich gerade angreife, ne? Nur die reagieren darauf. Also die KI ist echt ziemlich dämlich. Muss man einfach mal so sagen. Oh, zwei Silberschrott, nicht schlecht. Ich bin immer noch dafür, pro Headshot. So, das ist ja nicht pro Headshot Kill. Wäre viel cooler. Tja, zerstöre die Barrikade. Oh. Da sind ja noch welche. Die KI ist so saudämlich. Eieieiei, ist ja peinlich. Okay, 12 Schuss hätte ich noch, ich hätte nicht nachladen müssen. Machen wir tatsächlich diese Funktion wieder raus hier mit der Trefferpunktanzeige. Damit ich die Gegner besser sehen kann. Oh. Baller so lange auf den Kopf, bis sie kaputt sind. Da macht das kein. Oh, der wird verbrannt gerade. Was mache ich hier? Wieso brenne ich? Rette mich! Ist der gut? Ich kümmere mich darum. Ist ein Ausweg und das ist keine Ahnung. Da kommt die nächste Welle. Werde sie los. Töte die restlichen Feinde. Da ist wieder Klick gemacht. Oh, da ist schon wieder so ein Exploding. Ich bin ja ein kleiner Mistkerl. Ich glaube, ich die hasse. Töte die restlichen Feinde. Haben wir noch welche? Oh, sogar eine MK2-Granate wieder. Nice. Eine gute. Eine sehr gute Granate. Oh, guten Tag. Klick. Ist der Typ eigentlich noch hinter mir? Oh, er macht nur nichts. Muss doch nicht, kein Ding. Lass mich das mal entspannt machen. Ich will gucken, ob ich einen Safe wieder habe. Naja, diesmal zumindest nicht an der Stelle. Kann ja sein, dass es an einer anderen Stelle ist. Dürfen keine mehr kommen, oder? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Suche in der Kanalisation nach seiner Scharwester. Alter, der Bärmann.
Aber er lässt sich ziemlich einfach killen. Gefällt mir. Das ist die Frage. Wir haben noch ein Sprengfass, aber das sind ein bisschen wenig Gegner, ha? Das sind zu wenig. Wo bist du denn her, Alter? War mir zu wenig für das Sprengfass. Das hätte ich lieber für den Bären nutzen sollen. Strahlungszombies? Ich hätte ganz gerne mal wieder eine Waffe mit einem Laservisier. So einem Red Dot. Uff. Noch mehr von euch. Miese Ratten! Ein Mitarbeiter. Das ist noch eine Ratte. Haben wir hier ein Fass? Ne, ja. Ach, da ist eins. Direkt dort. Im Gegensatz zu euch bin ich unbesiegbar, was das Fass angeht. Was ziemlich unlogisch ist, aber naja. Kann man da nichts gegen machen. Ich hab's mir nicht ausgedacht. Guten Tag. Dürfte ich erfahren, was ihr da macht? Du hast die defekte Ausrüstung gefunden. Finde Joanne und ihre Kollegen. Verdammt, dafür hätte ich mehr Sprengfass aufheben sollen, ne? Ach, komm, auf der anderen Seite. Ja, soll mal hinterherkommen, das passt schon. Eine Rutski. Ah, das ist ein Zombie, ein Strahlungszombie. Die laufen langsam hinterher, würde ich sagen. Schon gut. Wir werden mal ein paar davon ansammeln, um sie dann per Granate oder so zu killen. Oh oh. Miese Viecher. Ich glaube, es sind schon ziemlich viele hier, oder? Oder sind da, guck mal, da kommen noch mehr. Wir locken die erstmal alle zusammen. Das ist schon ein ganzer Batzen hier an Zombies, die wir da haben. So bestimmt schon 15 Stück. Das ist super, wenn wir die mitnehmen. Oh, schön mal alle zusammen. Ich habe nur noch 500 Schuss. Und noch 2000 Advanced Schuss. Aber für die Advanced bin ich einfach zu geizig. So ist es leider. Wir betäuben also auch alle instant, ja, bei einem Angriff. Interessant. Sehr interessant. Ja. Dann lasse ich euch doch mal alle laufen. Guck gleich mal, ob hier ein Sprengfass ist. Ich habe eine Leiche gefunden. Ich habe ein Problem, wenn ich keinen Sprengfass kriege, hm? Also, was halt Problem, ne? Da muss ich sie einfach einzukillen. Aber da habe ich irgendwie auch nicht so richtig Bock drauf. Wir haben uns zerfetzt. Wieder ein Rädchen. Ah, da ist eins, sehr gut. Gut, dass ich noch welche von hinten mitgelockt habe. Sonst würde sich so ein Sprengfass ja gar nicht lohnen.
Ja, willkommen zu meiner Party. Ich habe euch heute hier alle eingeladen, um vegetarisch zu essen. Seid aber nicht von begeistert, ha? Eieiei. Da müsst ihr alle mal so ein bisschen auf den Haufen locken. Die sind alle doch zu weit hintereinander. Der war knapp. Joan ist nicht hier. Alter, einfach mal 25, 30. Es müssen 19 dazugekommen. 5 habe ich etwa gekillt. 15. Also ich denke, das waren locker 30, 35 Zombies gewesen. Uiuiui. Strahlung? Nö. Alter! Ist ja voll widerlich. Gut, ab zurück zum Zentrum. Wir haben 4 Missionen erledigt. Wir kriegen sehr, sehr viele Erfahrungspunkte. Wahrscheinlich sogar 2 Level-Ups, oder? 1 bis 2 Level-Ups. Rattle hat mich besucht und er war sehr wütend. Er wollte mich töten, weil das Opferritual nicht erfolgreich war. Ich habe ihm versprochen, dass ich ihm eine weitere reine Seele bringe, wenn er mich dafür verschont. Ich kenne eine Frau in dem Tunnel. Könntest du mir dabei helfen, sie zu überzeugen? Ich will Rattle eine Falle stellen. Erstmal kriegst du hier mal einen Schrott. Kriegst ein paar Bohnen. Okay, Energiewaffen. Nee, ich brauche das Geld erstmal für was anderes. Ich habe Spuren von Blut gefunden, aber Joan nicht. Wie ich Joan kenne, ist sie wahrscheinlich zurück in den Wald gegangen, um den Rest der Gruppe zu finden. Kehre zum Wald zurück und suche sie dort erneut. Ich sehe in ihrem Apane nach, vielleicht ist sie dorthin gegangen. Wie schaut's aus? Quest abgeschlossen. Deinem wütenden Gesichtsausdruck nach hast du ihn gefunden. Er hat meine Mutter getötet, dafür würde ich ihn unter die Erde bringen. Tut mir leid, das zu hören. Hast du etwas über seine Forschung herausgefunden? Er hat mit Tonnen mit radioaktivem Material, letzte Woche habe ich nicht gesehen, mitgenommen, gearbeitet. Ich habe eine Ahnung, wofür er das braucht. Er will wohl zu seinen verrückten Ideen zurückkehren. Was denn noch? Du musst mir einen Geiger-Scanner besorgen. Du findest einen im Lagerhaus im Bunker. Alles klar. Wir haben hier ein Level-Up bekommen. 66. Und fast 67. Jo. Kritische Treffer und die Schusswaffen wieder um 2% erhöhen. Sehr gut. Zum Motel wollte ich, um etwas... Das brauchen wir tatsächlich gar nicht. Chemikalienverzeichnis bringt uns auf Dauer halt ein bisschen mehr Gold, ne? Aber tatsächlich ist das hier erst am sinnvollsten. So. 4 Plätze haben wir. Wir können die Herstellungsdauer reduzieren. Oder wir können auf jeden Fall... Ach komm, wir machen das hier. Aber wir sparen jetzt für die nächste Waffe, würde ich sagen. Das ist okay. Sparen für die nächste Waffe. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Sehr ärgerlich. Ultimative PC-Edition. Oh mein Gott. So, was haben wir hier? Bunker, Winterwald und Tunnel. Wir sind bei 18 Minuten. Ich habe aber noch super viel. Ach komm, wir machen noch eine Folge. Ich muss ja die Liters irgendwie noch rausgeben. Das wäre sonst echt Verschwendung. Wir machen noch eine Folge. Aber machen erstmal ganz kurz eine Pause, meine lieben Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder von Walking Zombie 2. Bis dahin. Ciao.